auch so. Und mir geht es eigentlich auch nicht so drum, den Markt zu schlagen, sage ich jetzt mal so, und eine Überrendite zu erzielen. Das ist eigentlich gar nicht, aber umgekehrt, das Thema haben wir, glaube ich, ganz am Anfang unseres Kennenlernens ja schon diskutiert, als wir vor einem halben Jahr über die Inflation und was passiert und so weiter gesprochen haben. Und für mich ist natürlich die umgekehrte Frage hochspannend, nämlich was passiert, wenn der Markt jetzt irgendwann mal nach unten umschlägt. Und das sehe ich halt nicht so entspannt. Ich gönne jedem 30% Rendite. Wenn ich nur 5% habe, bin ich trotzdem glücklich. Ich will keine 40% oder so, sondern aber ich möchte ungern 30 oder 40 oder 50% verlieren am Markt. Und unter dem Aspekt würde ich natürlich schon so eine historische Zeitreihenanalyse, eventuell sogar sehr langfristige Zeitreihen, fände ich da halt schon spannend. Und da beschäftigen sich, habe ich so ein bisschen das Gefühl, im Augenblick wenige Leute damit, weil die aktuellen Generationen sowas nie so richtig erlebt haben. Alle Crashes von 1987 an und so, die anderen sind alle in Rente oder gestorben, die gelebt haben. Die sagen, es war alles nur ganz kurzfristig und nach einem Jahr war es wieder ausgebügelt. Eigentlich kann nichts passieren an der Börse. Und da sage ich mal, das stimmt vielleicht so nicht. Also Uwe, erstens, wenn man ganz lange Zeitreihen anschaut, ist doch das Fazit, das ist immer hochgegangen. Also seit 150 Jahren ist die Börse gestiegen. Zwischendurch ist sie sehr stark gesunken, aber im langfristigen Trend ist sie gestiegen und das hat doch damit zu tun, dass halt einfach die ganze Wirtschaft wächst und das Bruttosozialprodukt und alles ist gewachsen über die letzten 150 Jahre. Wir sind reicher geworden, also steigt die Börse. Und dann wegen der historischen Zeitreihenanalyse, wie wenn ich eben Hermann sagt ja, die Börse ist rein zukunftsorientiert und das ist doch die Krux. Es gibt eigentlich kein Muster in der rein zukunftsorientierten Beobachtung, weil... Das glaube ich nicht. Es ist doch so, dass wir... Also wir lernen, Zeitreihenanalyse ist doch immer ceteris paribus. Das heißt, solange sich alle Faktoren der Vergangenheit konstant halten, stimmt meine Voraussage. Aber wenn jetzt alles auf die Zukunft ausgerichtet ist an der Börse, ist ja das genau die Krux. Da gibt es überhaupt kein ceteris paribus. Da ändert sich jeder Parameter. Sprich, es ist gar nicht voraussehbar. Du kannst nichts voraussagen. Ich meine jetzt auch Märkte, nicht Einzelaktien. Ich glaube schon, dass es zum Beispiel einen Kontext gibt, den ich aber nicht wirklich durchschaue, zwischen der Politik der Zentralbanken und der Zinsentwicklung und den Börsenentwicklungen, mal ganz generisch gesprochen. Es ist eine schwierige Sache, Uwe. Das Problem ist, die Börse ist ein Prediction-Markt. Das heißt, es müssen sich nur die Predictions ändern. Wenn man das wüsste, wann sich das ändert, dann könnte man natürlich rechtzeitig aussteigen. Aber das Problem ist, dass das nicht planbar ist. Oder? Also meines Erachtens musst du dich mit dem Risiko eines 30-40% Verlustes abfinden, weil das ist die Tatsache. Das ist mehrmals passiert in der Geschichte der Börsen. Ihr Schweizer habt gut lässig sein. Ich sag mal, wir Deutschen haben in den Genen ein bisschen eine Panik, glaube ich, durch einfach vererbt wahrscheinlich sogar durch die Erfahrungen der letzten 100 Jahre. Und die waren nun mal auch finanziell sehr traumatisierend. Das habt ihr nicht erlebt als Schweizer. Für euch ging es immer bergauf. Ja. Das waren aber politische Ereignisse, Uwe. Da hat man sich vorbereiten können. Also wenn du der Meinung bist, dass jetzt der Westen in eine Sackgasse läuft, so wie das damals war mit dem, wie heißt das, Deutsches Reich oder so, also mit den Nazis auf jeden Fall, dann musst du hingehen und dich diversifizieren international. Und das ist auch heute die Frage, oder? Soll ich alles auf Technologie, den Technologiebereich tun? Und da bin ich der Meinung, ist das Risiko, dass es da eine Korrektur gibt, viel zu groß. Und die einzige Antwort ist, dass man ein bisschen von dieser Rendite profitiert, ist immer noch im Technologiebereich zu bleiben, aber eben auch zu diversifizieren und auch andere Märkte
in das Portfolio zu nehmen. Und dadurch bist du etwas abgesichert. Ich habe halt, was ich dir sagen kann. Ich sehe halt irgendwie so den Zusammenhang zwischen den Notenbanken und den Märkten über mehr oder weniger viele Transmissionsriemen, die da vielleicht zwischen sind, die nicht einfach zu durchschauen sind. Aber ich sage mal, die Notenbankpolitiken in der Welt sind halt synchron, von der Schweiz über Japan, über die FED, die EZB. Die haben alle die gleiche Politik. Dann nützt mir eine Diversifizierung eigentlich gar nichts. Zumindest in den Entwicklungen. Ja, das weißt du, das glaube ich nicht, weil das Geld muss ja irgendwo hin, Uwe. Also das unterschätzt das nicht, oder? Da wird es immer kleine Unterschiede geben und da werden die Leute immer Meinungen haben, wo das Geld sicher ist und dann werden sie das Geld dorthin schieben. Man kann nicht einfach die Aktien verkaufen. Man muss ja etwas machen mit dem Geld danach. Also ich glaube, da musst du keine Angst haben. Die Welt ist nicht gleichgeschaltet.